Das musst du nicht filmen. Erstmal aufräumen, dann filmen, ja? So, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar, heute haben wir was richtig Besonderes, ne? Also ich sag das oft, aber heute ist das ein ganz, ganz, ganz besonderes Video. Und zwar, das Piratenauto wird umgebaut. Warum Piratenauto? ja, hat ein Auge zu. Ich habe Sonnenbrille, weil die Sonne so super heute scheint. Es ist richtig tolles Wetter. Und wir fahren mit einem nagelneuen Golf 2. Fast neu. Ja. Unfallfrei. Fellsitzbezüge, Lenkrad, vier Räder und sogar eine verbeulte Motorhaube hatte. Eine verbeulte Hexenstange. Das nennt man keine Hexenstange, was da drauf hat. Das ist etwas. Etwas Verbeultes. Etwas Verbeultes. Eine Beule mit Haltern. Aber wir machen gleich am Ende machen wir einen Carporn von dem Wagen, was wir für JP Performance bauen werden. Der John Pierre hat mich beauftragt, das schön zu machen. Ja? Der Designer von dem Bodykit, was wir bauen werden, kommt aus England, ist eigentlich für solche Autos sehr bekannt, laut John Pierre. Ja. Seid gespannt. Ich weiß nicht, ob ich in diesem Video das schon zeigen darf. Muss ich mal vorher abklären. Aber ich hoffe, ja, dass wir das schon so ein bisschen zeigen dürfen. Wir machen eine Probefahrt mit dem Auto. Der John Pierre, wo der bei uns war, hat gesagt, Belzec, du musst das Ding fahren. Der fährt sich richtig, richtig gut. Ich glaube, er meint die Fellbezüge. Ich meine, die Sitze sind gerade. Aber ja, unfallfrei. Das muss ich sagen. Ich glaube, der Vorbesitzer hat etwas mehr als 200 Kilo gewogen. Deswegen ist er leicht verbogen. Ja? Oder fährt das wie Olli hier so. Olli fährt auch immer. Ne, der so, so, ne? Nee, ich liege noch. Ja, liegen und so. Ne? Deswegen ist der Sitz auch so krumm. Ja? So, auf jeden Fall Schluss mit lustig. Wir fahren jetzt im Golf 2. Und solange es noch original ist. Und dann ab auf die Bühne, scannen und Action. Lasst euch überraschen. So, wir fahren jetzt den Golf 2 Probe. Bevor wir den umbauen, damit wir wissen, wie der vorher und nachher fährt. Ne? Ich habe schon einen Handyhalter hier rausgefunden. Guck mal hier. Ja, passt natürlich. Früher hat man so ein Nokia 3210, das hat genau da reingepasst. Auch von der Dicke her. So. Radio hat er auch. Kann man nach vorne fahren? Warte. Nein, das geht nicht. Aber guck mal, der ist so alt und so viel gelaufen, springt immer an. Ja? Lässt du einen neuen Mercedes hier irgendwo stehen, oder keine Ahnung, BMW oder was auch immer, oder unseren Rolls-Royce, ja? Lässt du 3 Wochen hier stehen und was passiert? Leer. Batterie, ja. Kaputt. Batterie kaputt, springt nicht an und so weiter. 900 Euro kostet eine Batterie bei Rolls-Royce. Ja. Wir fahren aber nur eine Runde durch Gewerbegebiet. Oh, durch Gewerbegebiet hier. Ich möchte noch leben. Der GP kam mit von Dortmund, ne? Ja, Fräulein, du musst vorfahren. Bei uns in der Kreuzung hier, direkt vor der Firma, ist ein Kreisverkehr. Das ist kein Kreisverkehr. Der sieht nur so aus. Ja? Das ist rechts vor links. Wollte ich schon mal gesagt haben. Also Ellbogen passt. Ich würde hier lieber nichts anfassen. Also hier, der braucht viel, viel, viel Liebe und sehr viel Arbeit. Ja? Ich glaube, mehr Arbeit als Liebe. Anspringt tut er ja. So alte Zeiten kommen, ne? Hier bei dem Auto, weißt du, so wie es früher war. Ich hatte auch einen Golf. Ich glaube, jeder hatte einen Golf, ne? Ja. Das ist minus null. Wo sieht man das hin? Ja, wie Kontostand, hä? Wo sieht man das hin? Ja, warte, hier. Da. Soll ich drüber machen? Ja. 16,2 auf 100 Minuten. Nein, Spaß. Das 2,9. Ja, Minuten auf 100. Wenn du mit so einem Auto fährst, begrüßen dich Leute,
Das mit dem Ferrari, nicht so wirklich. Ja, obwohl das der gleiche Mensch drin sitzt. Ja, ob in Golf oder Ferrari, gleicher Mensch. Meistens. Los. Ich glaube, hier müssen wir alles rausreißen. Ich glaube, mehr als eine Rohkarosse bleibt hier nicht über. Mhm. Man muss die Leute begrüßen. Wie geht das Lied hier? Mercedes, Mercedes. Ja, das singt ja, ich fahre durch mein Viertel und fühle mich wie ein Präsident, weißt du? Ja. Ich auch. Ich bin in Golf 2. Sollen wir die schrecken? Ja. Oh. Oh. Schwung. Guck mal da vorne, guck mal die beiden. Kann man sehen? Ja. Haben die gesagt. Ja, aber Schiebedach hatte, faltenfrei, unfallfrei. Also das Auto ist wirklich, jetzt kann ich mir eine Brille ausziehen, so denken alle hier, Belzig ist verrückt, wenn du in der Halle trägst eine Brille. Ja, das Auto ist eine wirklich, wirklich Hardcore-Herausforderung. Vielleicht findet man jemanden noch da. So, nicht meckern, arbeiten. Genau. Richtig? Richtig. Okay, Olli hochfahren, scannen. Und dabei filmen, ja. Bist du nicht Multitasking oder was? Das Auto ist so matt, dass ich das gar nicht machen muss. Aber wir machen es trotzdem, dann hast du bessere Scan-Ergebnisse. Ne? Wenn man das ein bisschen alles weiß macht. Ist was nicht weiß macht, sondern mattiert. So. Viel Arbeit. Im Prinzip muss man das ganze Auto scannen. Das ganze Auto machen wir auch selten, weil hier bleibt nichts. Oh, die Motorhaube bleibt. Sprachenlernen, Bubble. Doch, ich glaube, die Motorhaube bleibt original. Das ist, glaube ich, das Einzige, was hier original bleibt. Alles andere wird ausgewechselt. Und die Scheiben. Interieur, Exterieur, alles raus. Raus, raus, raus. Ja, viel Arbeit. Seid gespannt und folgt uns hier. Ich scanne und die Kamera darf nur im Hintergrund so ein bisschen laufen, weil ich muss mich sehr, sehr, sehr konzentrieren. So, ich habe keine Schokolade gegessen, deswegen habe ich auch keinen Pickel. Hm. Ja, immer wenn der Belzig Schokolade isst, kommt der Pickel. Und der Belzig liebt Schokolade. Ist mir wurscht. So, jetzt nicht nur filmen, Olli, sondern holst du mir einen Dreierstecker, Scanner ist da. Let's go. Dann musst du nicht filmen. Erstmal aufräumen, dann filmen, ja? Weiß nicht. Ja, nee. Das waren die Fruchtzwerge. Wer hat die Kästen denn hingestellt? Ja, Diske. Diske ist was anderes. Diske gehört hier zur Familie. So. Das haben wir alles, Olli? Ja. Mhm. Mein Biegeleisen. Sag ein Pole, ein Biegeleisen. Die sagen nicht Bügeleisen. Nein, die Polen sagen Biegeleisen. Ah, jetzt ist aber der Monitor nicht, ne? Ja. Das ist Käse. Nicht mein Gesicht zeigen. Ich mache immer so ein komisches Gesicht, wenn ich arbeite. Zunge raus. Macht er auch ohne Arbeit. Was? Macht er auch ohne Arbeit. Du Arsch. Das wurde mir heute auch vorgeworfen. Oh, das kann nicht sein. Doch. Check. So sieht's aus. Komm her, zeig ich dir was. Check. So sieht's aus. Ja, wir brauchen quasi nur bis oben die Stoßstange, deswegen, was soll ich jetzt großartig unten scannen, wenn wir das eh nicht brauchen, ne? So. Deswegen, das brauche ich. Konzentration. Komm her. Zeig mal. Jetzt machen wir. Na, das sind ganze Scan-Dateien. Ne? Jetzt machen wir jetzt mal alles selektieren. Jetzt lasse ich so einen Autopiloten drüber laufen.
Stück. Und zwar jetzt rechnet er die ganzen Daten hier quasi zusammen. Vielleicht. Ich finde es ja schlimm, wenn ich den Computer kaputt mache. Darf ich? Okay, also die Scans sind ziemlich cool geworden, ja, also ja, die Front haben wir gescannt, jetzt müssen wir noch den Rest scannen. Wir müssen fast den ganzen Golf scannen, außer jetzt Scheiben, das brauchen wir nicht. Ja, also wirklich, wirklich viel zu tun, also das ist nicht mal eben gemacht, ja, auf dem Scanner sieht das so einfach aus und ja, easy hier mit dem Bügeleisen ein bisschen durch die Gegend fahren, nein, es ist schon wirklich aufwendig und man braucht wirklich einen sehr guten Rechner dafür. So, also die Scans sind sehr gut geworden. Auch von der Seite. Das brauchen wir. Felgen und so weiter brauchen wir nicht, Reifen auch nicht. Deswegen habe ich die auch nicht so, habe ich nicht darauf geachtet, dass man das wirklich auch sehr, sehr schön scannt. Weil Sachen, die wir nicht brauchen, das scanne ich auch nicht. Wofür? Ne? So schaut es aus. Ich freue mich. So, das war's hier von mir aus Camp Lindford mit dem Projekt Golf 2 JP Performance. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr meinem oder unseren YouTube-Channel weiterempfehlt und die Geschichte mit dem Golf 2 hier weiter verfolgt. Ne? Wir werden von Scan, Entwicklung, Modellbau, Prototypbau, Probefahrten, alles Mögliche hier bei uns auf dem YouTube-Channel zeigen. Ne? Mhm. Machen wir? Machen wir. Okay, danke, bis dann.